Ich hoffe, ihr seid jetzt in der richtigen Stimmung für ein bisschen Luxus, für ein bisschen was Schönes. Habt den Champagner aus dem Kühlschrank geholt für die nette Dame an eurer Seite. Für euch vielleicht ein Whisky und eine gute Zigarre. Und damit machen wir uns auf, hier mal so ein bisschen Geld auszugeben am Wochenende. Und unsere Wahl fällt hier, wie im Vorspann schon gesehen, auf ein schönes Hotel in Pattaya Jomtien. Wie wir darauf gekommen sind, weiß ich noch nicht so ganz genau. Ihr kennt ja Mo, die ist da immer unterwegs, sucht nach tollen, super Sonderangeboten. Und wenn man dann sieht, okay, im Moment teilweise bis zu 75% Rabatt, dann muss man auch mal bei was Gutem zuschlagen. Von der Lage her ganz einfach zu finden. Jomtien Beach Road einfach hoch und runter fahren, je nachdem von welcher Seite man kommt. Dann ist es auch direkt dort am Strand gelegen, also man kann es eigentlich nicht verfehlen. Und wenn man dann angekommen ist, hat man gleich mal so einen richtig schönen Eindruck. Viele von den Jomtien-Besuchern werden das vielleicht kennen, dieses Hotel. Warum? Vorne ist ein sehr, sehr gutes Restaurant dort. So kann man also auch essen, ohne Gast in dem Hotel zu sein. Ist man Gast im Hotel, bekommt man bei diesem Restaurant auch 10% Rabatt noch. Also alles in der gehobenen Preisklasse, ja. Aber die versuchen auch, den Leuten ein bisschen was anzubieten. Und da wir ein bisschen zu früh waren, nehmen wir das gleich mal mit und schwindeln ein bisschen, dass wir schon mal im Hotel als Gäste eingecheckt sind, was zwar nicht stimmt, aber man hat uns das abgenommen und wir können erstmal hier auch was zu essen mit aufs Zimmer nehmen. Ihr kennt ja Mode, immer hungrig und die lange, lange Anreise von Naklur hier bis Jomtien, da muss unbedingt sofort was zu essen her. So, hätten wir das vorher gewusst, dass wir hier noch einen Welcome-Drink bekommen, hätten wir draußen uns nichts eingekauft. Aber ihr seht das schon mal vom Ambiente her und auch vom Service, was man dem Kunden hier bietet. Sehr, sehr schön, sehr angenehm, unheimlich aufmerksam die Mitarbeiter. Also Auto parken, Koffer aus dem Auto tragen und so weiter, muss man alles nicht selber machen. Kann man hier alles wunderbar sich erledigen lassen. Zimmer werde ich euch gleich zeigen, ist hier am Wochenende relativ gut besucht gewesen. Man hat also keine großartige Auswahl, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt ganz, ganz oben oder da und da. Wir hatten uns hier eine Suite mit Meerblick gebucht. Wer das Hotel und die Lage ein bisschen kennt, ist natürlich schwierig mit dem Meerblick, weil die Jomtien Beach Road dazwischen ist und ein paar Palmen und ein Polizeigebäude und so weiter. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, über die man hinwegsehen muss. Es ist halt kein riesen Hightower, sondern wirklich ein kleineres Hotel für den etwas anspruchsvolleren Urlauber, Touristen, je nachdem, was man hier dann auch immer machen möchte. Wie gesagt, Preise habe ich euch gerade eingeblendet. Ist vielleicht in diesem Hotel nicht jedermanns Sache. Ist auch nicht vergleichbar mit irgendwas Günstigen, was in der Innenstadt liegt, in der Nähe vom Vergnügungsviertel und so weiter. Hierher geht man, wenn man eine Ruhe haben möchte oder wenn man sich mal was Schönes leisten und gönnen möchte. Auf alle Fälle kann man die Mia damit sehr beeindrucken. Wieder ein Grund, neue Kleidung einzukaufen, das Gold von der Bank zu holen, um hier mal so unter seinesgleichen zu sein. Wer hier am Wochenende mit uns gemeinsam gebucht war, gehört definitiv zur gehobenen Mittelschicht hier, aber auch einige Ausländer hier im Hotel. Also ja, ausgebucht würde ich es nicht bezeichnen, aber sehr gut besucht. Wenn ich eine Prognose abgeben soll, 80 bis 90%. So, das ist für so ein Hotel in der Preisklasse gar nicht schlecht. Und ihr seht es auch von der Ausstattung her, sehr, sehr interessant. Zwei Bäder, zwei Toiletten. Was braucht man eigentlich mehr? Ja, ihr seht das auch. Also hier alles wirklich vom Feinsten, vom Schönsten. Zwei Zimmer, die man auch mit einer großen Tür verschließen kann. Das heißt, wenn ich in Ruhe auf der einen Seite arbeiten möchte und Mot hier ihre lauten, klärigen Videos anschauen möchte oder ihre Filme, alles machbar, Tür zu und schon hat jeder seine Ruhe. Und abends trifft man sich dann wieder im Schlafzimmer, wenn man es möchte, aber auch mehrere Fernseher. Also alles, was man so wunderbar zum Leben, hätte ich beinahe gesagt, braucht. Ob man das haben muss, muss jeder natürlich selbst entscheiden. Der eine sagt, ich möchte, was ich nur ein Bett haben zum Schlafen. Ich sage euch, für mich vom Lebensgefühl, von dem Wochenende, was ich heute auch noch mitnehme, nachdem wir jetzt wieder zurück sind nach 2 Tagen,
Es ist einfach eine schöne Welt, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Man hat Leute um sich, die sich um einen kümmern. Man hat allen Service, den man haben möchte. Und man ist hier eigentlich auch an einer sehr, sehr schönen Ecke von Jomtien. So, und dafür, ja, muss man halt auch bereit sein, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Das ist ganz klar. Aber uns macht sowas Spaß. Wir schauen uns das gerne an. Wir sind hier auch gerne unterwegs. Können wir euch so ein paar Eindrücke mal zeigen, so von der Außenanlage auch. Hier den ganzen Tag ist auch der Pool geöffnet. Das heißt, man könnte hier mit einem schönen Essen, mit einem schönen Cocktail sitzen. Dann kann man sich ein bisschen abkühlen im Pool, wenn man das möchte. Und das Ganze geht bis abends in die, ja, fast hätte ich gesagt, in die Morgenstunden. Aber 24 Uhr ist dann hier auch schon vorbei. Auch hier draußen wieder sehr, sehr schön für die Leute, die schwimmen. Extra Handtücher, kleine Raucherecke und ständig halt Personal hier unterwegs, das einen jeden Wunsch quasi von den Lippen abliest. In der Regel natürlich Getränke, Essen und alles, was dazugehört, kann man also wirklich nicht viel falsch machen. Jetzt könnte man sagen, ja, Mensch, die Beach Road ist da vorne und dazu gleich die Scheuerbrück-Ecke. Man hört von dem Verkehr nicht allzu viel. Man wundert sich, warum? Weil es doch ja sehr laut werden könnte. Allerdings sind die Fenster absolut isoliert, da hört man nachts überhaupt nichts. Wenn man hier am Pool unterwegs ist, hat es große Bäume, hat es große Mauern, also auch relativ ruhig. Dazu spielt hier am Abend Livebands und mit DJs und allem, was dazugehört. Also da kann man sehr wirklich sehr, sehr viel Zeit und eine sehr schöne, angenehme Zeit verbringen. Ihr kennt das, wir mögen sowas mit Essen, relax, ein bisschen rumschauen, keine großen Aktivitäten am Wochenende. Wenn wir da nicht unbedingt arbeiten müssen, ist das für uns perfekt. Und so ähnlich, ihr seht es auch hier an den Tischen am Abend, alles belegt, alles voll. Vorderen Bereich für die Gäste, die von der Straße kommen. Im hinteren Bereich gehe ich mal von aus, eher die Hotelgäste. Und damit haben sie alle hier viel, viel Spaß und genau wie wir. Und das ist natürlich auch der Sinn, wenn man hier in Thailand lebt, dass man auch sich ein bisschen was gönnt. Ja, liebe Zuschauer, wenn wir uns übers Essen hermachen, würde ich sagen, reicht das schon für dieses erste Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf Instagram mal schauen. Da posten wir die nächsten Tage noch ein paar so Behind the Scenes und ein paar Kleinigkeiten, die auch noch spannend sind. Ansonsten sagen wir danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, welche 4, 5 oder noch mehr Luxushotels ihr in Pattaya schon gewohnt habt, damit wir es anderen Zuschauern empfehlen können. Wir sagen danke und tschüss, bis morgen.